Hallo und herzlich willkommen bei Hin und Weg Museumscheck. Wir sind heute in Hermeskeil beim Feuerwehrerlebnismuseum und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein. Guten Tag, Herr Weber. Ja, guten Tag. Ich begrüße Sie hier im Feuerwehrerlebnismuseum in Hermeskeil. Wir sehen hier alles um das Feuer herum von damals, als die Leute so quasi noch auf Bäumen gelebt haben, bis zu heutiger Zeit. Feuer ist eigentlich was Schönes. Wer mag schon gerne immer rohes Gemüse essen und rohes Fleisch? Und wir gucken gleich mal in den ersten Stock, wie die Leute das Ganze gehandelt haben. So, wir werden hier empfangen von einem Foto, ein Wohnzimmer, was im Vollbrand gestanden hat. Da ist natürlich nichts mehr zu retten. Was fehlte dort? Der Rauchmelder. Dann wäre das alles nicht so weit gekommen, wie wir es jetzt hier sehen. Damals waren die Leute immer froh, wenn ein Gewitter da war. Denn immer dort, wo ein Gewitter war, da waren natürlich auch Blitze und dann brannte es. Und dann konnte man das Feuer wegtragen. Der Ötzi aus dem Eis, der hatte sogar ein kleines Gefäß aus Birkenrinde. Da hat er immer so glühende Kohlen oder irgendetwas anderes gehabt, um dann Speisen zuzubereiten auf seinen Reisen. So, jetzt machen wir zeitlich einen größeren Sprung und wir gucken noch mal, wie die Leute Feuer gemacht haben. Hier war zum Beispiel ein Feuerbohrer, das hat man diese Schnur zweimal um das Hölzchen gewickelt, halbe Stunde lang immer schön hin und her und dann hatte man glühendes Holz und dann konnte man anderes entfachen. Aber irgendwann hat man mal entdeckt, dass man mit einer Lupe auch ein Brennglas erzeugen kann und mit dem Brennglas konnte man dann etwas entzünden, wenn die Sonne schien. Ja, und dann gab es noch Feuerstein. Wenn die Feuersteine aneinander geschlagen wurden, dann gab es einen kleinen Funken. Und ich habe hier mal etwas mitgebracht. Das ist eine Flechtenart, die nannte man seinerzeit Zunder. Daher kommt dann auch dieser Ausspruch, das brennt alles wie Zunder. So, jetzt machen wir wieder einen großen zeitlichen Sprung. Römische Legionäre, es waren aber auch schon die ersten Brandschützer. Die sind nämlich abends durch die Dörfer gegangen und haben geguckt, ob dort noch ein Feuer an war, weil man durfte zum Kochen nur tagsüber in der Patio, also in dem Innenraum des Gebäudes kochen. So, hier sieht man noch eine Feuerlöschspritze, da musste von Hand das Wasser mit dem Eimer hier reingeschüttet werden in diesen großen Bottich und beim Pumpen an diesen Hebeln wurde dann das Wasser durch die große Spritze nach draußen befördert. Es gab noch keine Schläuche oder wenn, dann nicht überall und deswegen konnte man mit dieser Spritze nur ein Haus von außen nass machen. Das war kein großer Erfolg, aber auf dem Bild sieht man schon den Einsatz einer solchen Spritze und gleichzeitig Schläuche, damit man von innen löschen konnte. Und das war natürlich erheblich effektiver. Dann kam der große Durchbruch. Man hat Hanf angebaut. Mit dem Hanf hat man nicht Cannabis hergestellt, sondern das Ganze verzwirnt und dann Schläuche gewebt. Die Machart der Schläuche ist heute aktuell immer noch gleich wie damals, nur verwendet man natürlich kein Hanf mehr. Es hat nämlich einen Nachteil, wenn der Schlauch nicht sofort getrocknet wird, dann wird er faul und rissig und dann kann er natürlich nicht mehr seinen Einsatzzweck erfüllen. Heutzutage ist das irgendein Polyestergewebe. Das lässt auch kein Wasser durch. Ein Hanfschlauch lässt erst Wasser durch. Und 5 Minuten später, wenn die Fasern aufgequollen waren, dann war er richtig dicht. So, wir haben jetzt also genügend Schläuche.
Und bei einem Großbrand wie in Öschelbrunn, da konnte man sich trotzdem nicht helfen. Da waren genügend Feuerwehren da, da waren genügend Schläuche da. Es war ein Fluss in der Nähe und man konnte nicht löschen. Warum nicht? In jedem Regierungsbezirk seinerzeit hatte man verschiedene Kupplungen an den Schläuchen. Und die passten nicht zueinander. Hier sehen Sie zum Beispiel, die passen nicht zusammen. Und deswegen ist das ganze Dorf in Schutt und Asche gegangen, weil die Feuerwehren aus der umliegenden Gegend nicht unterstützen konnten. Ja, wie alarmiert man die Feuerwehr? Früher gab es einen Türmer oben auf einem Stadtturm oder auf einem Kirchturm. Der hat abends die ganze Nacht über Ausschau gehalten nach Feuern. Heutzutage weiß jedes kleine Kind, Feuerwehr 112. Damit kann man anrufen und landet dann auf solch einem Disponentenplatz. Der sieht dann auch gleich oder der lässt sich schildern, wo der Anruf herkommt, und er lässt sich auch schildern, was ist passiert, sind Verletzte in Gefahr oder ist es nur in Anführungsstrichen ein Brand, und alarmiert dann die örtliche Feuerwehr. Und diese Pager, diese Piepser, diese Funkrufgeräte, die hat jeder moderne Feuerwehrmann an seiner zivilen Hose. Er hört dann, dass ein Alarm kommt. Bei manchen Pagern kann man auch wie hier noch mal lesen, was für ein Alarm das Ganze ist und wo es hingeht. Dann kommt nicht ganz so viel Adrenalin ins Blut, wenn man weiß, da ist irgendeine Kleinigkeit nur passiert. Dort, wo die Feuerwehr noch keine Pager oder Piepser, wo die solche Geräte noch nicht hatten, da hatten die Sirenen. Die wurden dann eingeschaltet und machten im ganzen Dorf einen Höllenradau, sodass die Feuerwehrleute wussten, dass sie zum Einsatz gerufen werden. Wo auch das nicht klappt, weil wir vielleicht keinen Strom haben, da haben wir immer noch einen Posaunist oder einen Hornist gehabt. Der hatte dieses Horn, ist durchs Dorf gefahren und hat an einigen Stellen dieses Horn geblasen. Und wir brauchten auch nicht immer ein Telefon, um die 112 anzurufen. Wir haben hier verschiedene Feuermelder. Die mussten alle eingedrückt werden und dann gab es einen Alarm. Und die Feuerwehr ist immer zu dem Standort dieses Feuermelders hingefahren. Da musste man natürlich bleiben, um dann zu sagen, nein, hier brennt es nicht, es brennt in der Müllerstraße, Ecke Meierstraße. Sie dürfen ruhig mal raufdrücken, den habe ich selber abgeschraubt vom Haus. Warum macht der Krach? Andere sollen natürlich aufmerksam werden, dass dort jemand den Feuermelder gedrückt hat, damit es nicht irgendwie Spaßvögel sind, die nachher nur sehen wollen, wie schnell die Feuerwehr kommt. Ja, technische Hilfe wird von der Feuerwehr geleistet. Hier haben wir einen Unfall mit einem PKW und einem Traktor. Der PKW-Fahrer ist verletzt. Und unsere Werkzeuge sind ein Spreizer zum Auseinanderdrücken und eine Schere zum Schneiden der A-, B- und C-Holme, damit wir das Dach herunternehmen können. Dies hier sind noch Geräte der ersten Generation, sehr schwer, sehr unhandlich, waren kaum zu bewegen. Und heutzutage wissen wir auch nicht, in welchen Holm wir gefahrlos hineinschneiden können. Deswegen empfehle ich immer wieder den Kraftfahrzeugführern, eine Rettungskarte mitzuführen. Die kann man beim ADAC herunterladen. Es sollte allerdings ein Farbdrucker dran sein. Und dann sieht man, wo Verstärkungsteile im Auto sind, die man nicht durchtrennen kann. Diese Rettungskarte
kann man, soll man hinter die, geknickt hinter die Sonnenlinde stecken. Dort sucht die Feuerwehr die nämlich. Und damit wir überhaupt wissen, dass eine Rettungskarte im Auto ist, gibt es einen Aufkleber, der wird von innen an die Windschutzscheibe geklebt. Und jetzt gehen wir noch zu etwas ganz Modernen. In dem altwürdigen Museum mit alten Geräten haben wir ein Autokino. Ja, dieses Fahrzeug war mal ein Löschgruppenfahrzeug mit einer Standardbesatzung 9 Personen. Hinten wie immer die Pumpe drin und daneben die Schläuche. Heute haben wir aus diesem alten Löschgruppenfahrzeug ein Autokino gemacht. Und man kann sich dann reinsetzen und kann sich Einsatzfilme ansehen. Zwischendurch eine kleine Begriffsbestimmung. Was ist ein Notnagel? Ich habe hier einen Feuerwehrbeil. Und an diesem Gehäuse, an dem Ledergehäuse, befindet sich ein Nagel, ein geschmiedeter Nagel. Den schlage ich in den alten Gebäuden in eine Fachwerkwand rein, möglichst ins Fachwerk, und kann mich mit der Rettungsleine, die ich immer mit mir führe, runterlassen, auch wenn das Feuer schon die Treppe zerstört hat. Und aus diesem Werkzeug ist der deutsche Begriff Notnagel als Aushilfe entstanden. Heutzutage braucht man keinen Notnagel mehr, weil es gibt keine Fachwerkhäuser mehr. Da muss ich also andere Dinge mir einfallen lassen. Aber dieser Notnagel stammt aus der Zeit 1920. Diese ist Schutzbekleidung aus verschiedenen Zeitepochen. Sie sehen es schon an den Jahrgängen. Aber wir haben auch Schutzbekleidung innerhalb der Jahrgänge unterschiedlich je nach Bundesland. Und das wird erst wieder einheitlich ab 1995. Zuerst mal orange und dunkle Hose und dann zuletzt die sogenannte Hupfbekleidung. Äußerst sicher, äußerst beständig, auch gegen heiße Teile. Aber man schwitzt darunter so sehr, dass ein Feuerwehrmann, wenn der ordentlich Arbeit hat, bis zu 2 Liter Körperflüssigkeit verliert, die er hinterher wieder trinken muss. Ja, wir stehen hier vor einer ganzen Reihe von Schutzhelmen für die Feuerwehr. Die sind aus verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt und auch aus verschiedenen Bundesländern hier in Deutschland. Alle Feuerwehrhelme haben ein Leder hinten dran, ein Nackenleder. Das dient einfach dazu, dass brennende Teile, die herunterfallen, nicht einem in den Nacken fallen, sondern abgeleitet werden. Viele der Helme haben auch noch ein herunterklappbares Visier. Und wenn man dann zum Beispiel an Fahrzeugen schneidet und da fliegen Blechteile umher, dann können die nicht einem im Gesicht verletzen, sondern die prallen dann an dieser Schutzscheibe ab. An einigen Helmen sehen wir ein A. A für Atemschutzgeräteträger. Das sind also ausgebildete Kameraden, die ein Atemschutzgerät tragen. Wir sind hier an der Station der Atemschutzgeräte. Normalerweise trägt ein Feuerwehrmann, wenn er in den Innenangriff geht, also ins Haus geht, trägt er eine solche Atemluftflasche oder 2. Gibt es verschiedene Techniken. Auf jeden Fall trägt er auf dem Rücken, wenn er gerade losgeht, 1600 bis 1800 Liter frische Hermeskeiler Luft. Wir haben aber auch noch Geräte, die im Bergbau eingesetzt werden oder worden sind. Wir haben ja keinen Bergbau mehr. 21% Luftsauerstoff atmen wir ein, 18 wieder aus. Der Rest wird zugemischt über eine Sauerstoffflasche. Und dann komme ich wieder auf 21 und kann mit diesem Gerät stundenlang herumlaufen, was im Bergbau ja auch notwendig ist. Wenn der Einsatz ein bisschen spezieller wird, dann haben wir noch spezielle Schutzanzüge. In der Mitte Hitzeschutz bis 1000 Grad kann man da hineingehen, zum Beispiel in der Nähe von flüssigem Stahl, von Stahlwerken. Und Chemieschutz und Gasschutzanzüge,
die haben hinten eine Ausbeulung, damit diese Atemschutzgeräte mitgetragen werden können. Die sind mitgeschützt, also Ganzkörperkondom, sagen die Feuerwehrleute dazu. Ein absolutes Novum unter allen Feuerwehrfahrzeugen ist dieses Feuerwehrfahrzeug. Kommt von der Werksfeuerwehr Dillinger Hütte, ist extra für dieses Unternehmen gebaut worden und ist eigentlich die eierlegende Wollmilchsau unter allen Feuerwehrfahrzeugen. Es hat einen Kran und einen Spill, mit dem Lasten bewegt werden können, vor allen Dingen umgekippte oder verunfallte Isolierbottiche mit flüssigem Stahl. Aber es kann auch Strom erzeugen. Wir haben auf der anderen Seite eine Einrichtung zum Löschen mit Kohlendioxid, mit Pulver, mit Wasser. Wir haben sogar ein kleines Chemielabor hier innen drin, um Giftstoffe zu messen in der Luft und auch an festen Stoffen. Es kann eigentlich alles außer fahren. Es war nämlich total untermotorisiert, hat nur ein paar PS, aber es musste ja auch nur auf dem Werksgelände transportiert werden. Hier im Museum haben wir noch drei Geschwisterkinder. Drei gleiche Fahrzeuge, aber mit unterschiedlicher Ausstattung. Vor uns ist das für die Mannschaft und die Geräte, also ein leichtes Löschgruppenfahrzeug. Dann kommt die Drehleiter und als letztes kommt das Tanklöschfahrzeug. Nach neuer Lesart würde ein Fahrzeug fehlen, damals gab es das noch nicht, nämlich der Einsatzleitwagen. Im Einsatzleitwagen läuft die ganze Kommunikation zusammen. Früher machte man das per Handzeichen. Aber es ist ein Novum, dass man alle drei Fahrzeuge so als Geschwisterkinder hier bei uns im Museum hat. Und Sie sehen, es wird auch noch für andere Zwecke verwendet. Wenn die Restauration zu Ende ist, dann darf man auch mal eine kleine Hochzeitsreise durch den Ort damit machen. Das Feuerwehrerlebnismuseum ist dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 6, ermäßigt 5 Euro. Ein Aufzug ist vorhanden. Zu erreichen ist das Museum, indem man mit dem Bus Nummer 200 bis zur Haltestelle Donatusplatz oder mit dem Auto über die A1 fährt. Ja, vielen Dank für die Führung. Gerne. War sehr interessant und es war auch einiges dabei, was ich noch nicht wusste. Und wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch einfach selber mal vorbei und ansonsten bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mit einer Gruppe hierher kommt, bin ich gerne bereit, euch zu führen und euch viele Details zu zeigen und zu erläutern.